Moin Moin und willkommen zurück bei Among the Sleep. Wir hatten beim letzten Mal so eine hübsche Begegnung mit irgendeinem. Ich kann nicht mal definieren, was das ist. Wald, Baum, Geschöpf, Gedöns, irgendwie. Wir wollen raus, wir wollen zurück. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Und das Geklopfe geht mir hier tierisch auf den Keks. Ich weiß nicht, wer da klopft, ich weiß nicht, wer da rein will, aber gibt's nicht. Oh, Junge. Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Und hier geht es irgendwie nicht weiter. Also wohl doch wieder in die Richtung. Genau. Ich verzichte jetzt mal gerade auf Teddy. Ich bin mal mutig. Ich bin 2 Jahre alt. Auf der Suche. Ich bin nicht mutig. Schwierig. Oh, Mutti. Oh, da brauchst du aber viele Windeln. Bessere Frage ist jetzt, warum werde ich hier andauernd angeschrien? Hihi. Abstrakte Kunst. Für einen Zweijährigen ist das normal. Wäre der Junge jetzt 20, könnte das in einem Museum ausstellen. Und wird sich dumm und dämlich damit verdienen. Ach. Guck mal, so weit ist es schon mit mir. Dass ich das Gefühl habe, hier irgendwie eine Minimap haben zu können. Ich hätte gern meinen Schnuller. Wisst ihr, der Witz an der ganzen Geschichte war jetzt gerade, bevor dieses Vieh mich angegriffen hat, man kann sagen, dass es mich angegriffen hat, ne? War. Wow,
Ich musste jetzt gerade mal schweigen. Bis dahin war ich eben so weit, zu behaupten, die Aussage wäre mir sogar beinahe über die Lippen gekommen, dass ich gesagt hätte, ach, das ist wahrscheinlich nur hier so Schocker-Ambition und hier kann ja eh nichts passieren. Ja. Welch ein Glück, dass ich das. Naja, ich hab's ja im Endeffekt doch gesagt, aber das war jetzt gerade eben so der Beweis, ja, auch die mögen uns nicht immer. Soll ich es wagen? Ich wage es. Bedingt dadurch, dass die Viecher irgendwie aus dem Wasser kommen und sich auch in solches auflösen, ist dieser Bereich nicht gerade vertrauenserweckend für mich. Go, Baby. Go, Baby. Go. Noch nie war ich so froh, wieder in dieser verseuchten Gegend hier zu sein. Selbst diese unheilvolle Melodie kann mich. Oh, Freunde. Oh, das kostet mich heute Abend ein Beruhigungswhisky. Anbei nochmal liebe Grüße an die Schenkerin dieses Spiels. Das kriegst du wieder. Glaube mir. Ich lass mir irgendwas Fieses für dich einfallen. Irgendwas. Etwas schaurig Schönes. Aber das. Das bekommst du wieder. Ob dieses ganze Gestöhne im Hintergrund eigentlich jugendfrei ist? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob es jetzt so sinnvoll ist, den Teddy hier in der Hand zu halten. Und auch noch auf die blöden Mistviecher auf mich aufmerksam zu machen irgendwie. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die hier jetzt nicht mehr rumtanzen, aber.
Ich habe gerade Hemmungen. Die haben mich ja scheinbar wahnsinnig lieb. Das Gestöhne klingt definitiv nicht jugendfrei. Lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein, lass mich rein. Ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Ach, das war's schon? Okay. Look, a tube. Du Röhre. I'm so glad we made it back. Oh, nicht nur du. I feared something would happen to us. I've never seen anything like it. A child shouldn't have. Hey, it's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Psst. Hörst du das, Teddy? Hörst du das? So klingt das verflucht nochmal, wenn dir keiner widerspricht. Ein Kind sollte definitiv nicht sowas durchmachen. Never. Wenn ich jetzt bedenke, dass ich noch ein... Oh. Should we see where it takes us next? I'm ready when you are. Jo. Wie gesagt, wenn es danach geht, überwintern wir hier. Loading, loading, loading. Mal sehen, was für dumme Viecher uns hier erwarten. Teddy, mach du mal weiter. Ich spiele eine Runde hier.
Okay. Lange Schublade. Okay. Glück gehabt. Das war nämlich ein klein wenig buggy. Ja, na sicher. Hauptsache, ich habe hier immer noch mal eine Runde Spielzeug. Das ist wohl jetzt so eins von diesen Gimmicks gewesen, weil das hat jetzt irgendwie effektiv keinen Nutzen für mich. Außer eine neue Errungenschaft bei Steam. Wow. Kann ich jetzt hier durch oder frisst mich hier gleich wieder irgendwas auf? Schalala, wer auch immer du bist, bleib wo du bist. Nö. Sag mal, geht's noch? Immer hier alles durch die Gegend schmeißen, kann doch nicht wahr sein. Freunde, Freunde, Freunde. Es ist immer wieder eine Freude. Das klingt ein bisschen verrückt.
Okay. Und was soll ich jetzt wo gegenschmeißen? Da oben. Sieh mal einer an. Das macht mir allmählich keinen Spaß mehr. Ich weiß es nicht, ich will es nicht wissen. Ende aus. Schluss vorbei. Ich kann mich gar nicht oft genug wiederholen. Irgendjemand hat hier verdammt kranke Gedanken gehabt. Nein, überhaupt nicht. Schon alles richtig so. Gar nichts bei. Habe ich als Zweijähriger auch alles durchgemacht. Ach, was heißt zwei? Noob. Ich habe das Ganze mit einem Jahr durchgemacht. Ich hatte noch nicht mal einen Teddy. Amateur. Der Weg war falsch. Glücklicherweise haben wir noch eine andere Tür. Hallo? Zu? 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 Potenzielle Gefahrenquellen vermeiden. Das sieht ein bisschen aus wie unsere alte Küche, nur in hässlich.
Dragon. Ziemlich hässlich. Na, sieh mir eine an. Straightes Baby, lass dich mal ganz dezent gar nicht davon stören. Ja. Wonderful, wonderful. Aber ich finde, das ist ein geeigneter Ort, um zum Abschluss zu kommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, und ich hoffe, das hat sie, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Da freue ich mich drüber. Teilt meine Videos mit euren Freunden oder auf Facebook oder auch sonst wo. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann Daumen nach unten und schreibt einen kleinen Kommentar rein, was euch nicht gefallen hat. Dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe und kann dementsprechend meine Folgen verbessern. Ich bedanke mich bei euch allen herzlichst fürs Zuschauen und hoffe, ich kann euch dann in der nächsten Folge von Among the Sleep wieder begrüßen dürfen. Begrüßen dürfen. War das richtig? Ja, ich glaube schon. Also denn, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.